Ihr glaubt es nicht, aber wir werden im Chat gefeiert. Also einer, zwei, Entschuldigung, zwei. Es stimmt immer noch. Ich habe das benutzt das immer nur, wenn Demon's Souls ist. Den Text, Demon's Souls. Aber so viel zu dem Thema. So, mit 18.000 Seelen können wir bestimmt ein wenig leveln. Und gibt's denn hier ein Leuchtfeuer? Wo gibt's denn hier ein Leuchtfeuer? Ein Keilstein. Ich glaube, ein Stück weiter. Wo war denn die Musik des Intros? Hast du die Intro-Musik nicht gehört? Also, ich habe sie gehört. Ich nämlich auch. Aber habe ich sie über die Kopfhörer gehört oder habe ich sie hier gehört? Weiß ich nicht, wie laut es war. Nein, ich meine, ob sie quasi abgespielt wurde nur in unserem Kopf? Oder ich weiß, woran es lag. Lagentat. Sollen wir nochmal das Intro so lange wieder laden? Oh ja. Ich glaube, du hörst es weniger, weil du über dieses Mischput läufst. Und ich höre es überhaupt nicht, ich höre es nur über außen. Ja, ich könnte es einstellen, dass du es hörst, genau. Aber will ich das? So wirst du es dann hören. Ist gar nichts? Du müsstest aber was hören. Ich höre dich, aber ich höre das Intro quasi dann nur über... Jetzt höre ich's. Jetzt höre ich was. Nee, also jetzt habe ich was gehört, das finde ich gut. Jetzt nehme ich ihm das Ding wieder weg. Dass du das nicht abbrechen kannst, ne? Nee. So, jetzt haben wir in den ersten 2 Minuten 4-mal das Intro gespielt. Das ist doch schön. Das reicht für die nächsten 4 Folgen. Was ist hier los? Ja, das frage ich mich auch. Man hört es. Ich meine, ich kann da nicht. Wirklich. Das ist deine Entscheidung. Danke, weiß ich. Ja, ich weiß. Ja, weiß ich auch, dass du das weißt, dass ich das weiß. Was für eine interessante Folge für YouTube. Ja, ich werde sie die Folge mit 4-mal Intro nennen. Was heißt denn hier schon wieder RIP Internet? Das funktioniert nicht. Das hat sie beim letzten Mal auch schon immer versucht. Traut der Anna nicht. Niemand traut Anna. Wer traut jemanden, der sich regelmäßig Füße bricht? Ja. Und es ignoriert. Ich brauche noch 2 große Hartscheinsterben. Wo gehe ich denn? Sonst kriege ich die denn nicht. Was soll die kaufen? Nee. Sieht nicht gut aus. Man merkt es. Soll aber angeblich läuft alles. Bitte was? Ich gucke nur gerade wegen Rest in Peace. Wer hat denn auch die kleinen Zehe erfunden? Ja, du nicht. Offensichtlich. Die Evolution, damit du dich besser auf dem Boden bewegen kannst. Nee, Georgi. Das ist mir nichts. Das ist mir eigentlich auch niemand. Das ist mir. Rika folgt uns. Jetzt erst? Wow. Willst du mich verarschen? Nach anderthalb Und das war Jahren? Der 50. Follower, endlich! Hast du gerade einen eigenen Account gemacht? Endlich Nummer 50. Ja, Geld. Jetzt können wir uns ausziehen. Yep. Ja, gut. Ich glaube, da ist auch keine. Also die, aber die kann ich hier nicht aufwerten. Warum kann ich eigentlich nee, ich glaub, Colin nicht, kannst aufwerten? Nicht aufwerten? Warum wir suchen doch immer noch nach dem Claymore. Ja, wenn du Ahnung hast, wo das Claymore in Demon's Souls steckt. Ja, bitte. Also ich meine, wir haben den einen Händler, haben wir schon gefunden, aber ich weiß auch nicht mehr, ob der noch da ist. Ist der noch unter der Brücke? Der dürfte noch da sein, weil du jetzt, wobei, doch, der dürfte noch da sein, weil das Level ja offiziell noch nicht weiterging. Weißt du was? Ach, Flo ist auch da. Ich sehe ihn nicht. Ich höre euch jetzt doppelt zeitversetzt. Warum? Hört nur Rika uns doppelt oder hören uns alle doppelt? Doppelt. Zeitversetzt. Doppelt. Da muss ich lang. Ja. Doppelt. Nee, nur ich. Okay.
Und warum schreibt sie jetzt einmal als Rika und dann als Let's Learn to Play? Das ist ja jetzt überhaupt... Ich habe keine Ahnung. Vielleicht solltest du dann einfach eins der Videos stumm schalten. Dann weißt du auch, wo dieser Knopf dafür ist. Dieser Schlag, ne? Es riecht mich mehr das auf, als es sollte. Also, ich weiß, dass er einem ja den Stand so ein bisschen, ne? Aber das bringt er nicht, was er soll. Das klappt ja wunderbar. Sehr gut, das sieht gut und aus, ja. Ja, das ist genau so, wollte ich das eigentlich haben. So spielt man Demon, wirklich? Ja. Wirklich? Ja, ja. Okay, dann spiele ich das einfach so genauso weiter. Ich nehme mal in die Rippe. Ja, sag das im Bogenschützen. Ich glaube, ich hole mir jetzt Pizza. Ich will auch Pizza. Aber ich hatte ein schönes Brötchen. Oh. Natürlich wieder die falsche. Natürlich wieder die falsche. Aber Angst hat er. Der traut sich nicht nochmal her, du. Dann hol ihm doch wenigstens Pizzabrot dazu. Nee, wir haben ja gestern schon bestellt gehabt. Also. Rika, ich will auch. Ich habe noch einen Döner von gestern. Aber hat das. Aber nimmt mal mit einem Döner ab. Mit extra viel Fleisch, damit viel Proteine, die helfen. Ah, ja, damit dein Muskelaufbau stärker wird. Genau. Du weißt aber, dass der BMI nicht berücksichtigt, wie schwer du durch Muskeln bist, ne? Ich weiß, aber ich hoffe ja, dass sie da so eine Körperfettfrage haben und sagen, hey, du siehst ja echt cool aus. Und dann sage ich, ja, danke. Und dann sagen die, ja toll, hier sind Bogenschützen. Armbrustschützen. Halt die Klappe. Also wenn, bitte korrekt bleiben. Das ist ja staatlich dann. Kommen wir somit eigentlich zurück mit dem Drachen? Oh, Rika hat Icons entdeckt. Ach du Heilige. Oh Gott. Ihr habt mir letztes Mal schon das mit den GIFs, ne? Das freut Rika jetzt, dass sie GIFs schicken kann. Lauf! Ja. Splosh. Splosh. Ich hatte ja auch überlegt, ob wir vielleicht was bestellen. Ja, aber Rika wollte Brot essen. Ja, ich weiß. Danke, Rika. Oh, R5. Wenn ich so saß bei einem Gelag, wo mancher sich berührt... Warte, das machen wir mal so. So. Mancher sich berühmen mag... Du hast ihm die schlimmste Aufgabe gestellt, der ich halt den Satz lesen, mit die er halt haben können. Mit auch einem Chat, der sich bewegt. Und die Gesellen mir den Flor der Mägdlein laut gepriesen vor, mit vollem Glas das Lob verschwemmt. Den Ellenbogen aufgestemmt, saß ich in meiner sicheren Ruhe, hör all dem Schwadronieren zu und streiche lächelnd meinen Bart und kriege das volle Glas zur Hand und sagt, alles nach seiner Art. Was, ich wollte kochen. R5, Faust, ist da. So, nutzt es noch. Jetzt machen wir den Chat wieder weg. So. Da ist es. 6000 Öcken. Ja, können wir uns auch mal schnell zusammen verdienen. Kannst du bei denen nicht auch verkaufen? Oder hast du hast noch ein paar Seelen dabei. R5, Rika Adele ist die, mit der ich eigentlich diesen Stream hier... Kannst du immer 5 nennen? Das ist ja fürchterlich. Nein, R5. Bist du Engländer? Es heißt ja auch nicht R5 End, sondern R5 Dev. Lass ihn auf aus. Wo sollte es R5 Dem? Dev? Ach so, Entwickler, oh Gott. Oh. Die hättest du doch keinen getroffen und alle alarmiert. Okay. Du musst das. Danke schön, dass du mal reingeschaut hast. Hoffentlich hast du ein Tetris-Spiel gesehen. Hoffentlich nicht. Okay, die Hunde sind ausgestellt. Oh, danke schön. Ich will nicht. Du hast auf jeden Fall jetzt 6000. Ja. Bist du wohl, böser Hund. Die Rübe, Abend. Ich muss mich konzentrieren. Lenkt ihn nicht ab. Echt mal. Voll unfair. Könnt ihr alle wieder gehen, bitte?
Ja, aber jetzt haben wir doch das Sold eigentlich schon erledigt für heute. Ja, ich habe den Boss gelegt. Ich kann eigentlich wieder nach Hause gehen jetzt. Ah, geil. Ich mag das Claymore. Jeder mag das Claymore. Magst du das Claymore? Ich benutze es selten. Ich bin ja mehr so der... Ist mehr so der langsame Typ. Linke. Ja, ich verstehe. Schläger. Ja, Schläger ist er. Triggert. Triggert. Ja, R5, das kannst du benutzen, sobald du 11 andere Freunde hast, die diesem Kanal folgen. Es tut mir so leid, dass wir nicht erfolgreicher sind. Es tut allen sehr leid, dass du nicht erfolgreicher bist und jedem gerade den Spaß verdirbst. Ich weiß. Aber das Claymore braucht doch keiner, das habe ich nie gespielt. Du bist wahrscheinlich so ein Ushigatana-Uschi oder so, ne? Wow. Was will denn Rika jetzt? Also ganz ehrlich. Sie hat wegen dem diesen Schmerz. Sie hat doch überhaupt nichts zu diesem Kanal beigetragen bisher. Doch, guck, wie traurig sie guckt. Aber sie hat nichts beigetragen. Jetzt brauchst du halt nur noch genug Seelen, um das Schwert auch aufzuleveln. Erstmal muss ich gucken, was ich dafür ansonsten noch brauche. Und auf der anderen Seite geht es mir gerade auf den Senkel, weil meine Nase wieder anfängt. Jetzt fürchterlich rumzu... So, jetzt bin ich alleine. Erik hat mich verlassen. Wie jeder Mensch in meinem Leben. Nein, er muss gegen seine Allergie ankämpfen. Ich weiß, er ist das Hauptunterhaltungselement hier. Ich nerv ihn nur ein bisschen. Wir können ja mal gucken, was das Uchigatana braucht. Ja, ist ja gut. Ja, wir haben es verstanden. So auch. Nee, das wollten wir nicht. Waffe aufwerten. Wir brauchen für das Uchigatana Hartsteinscherben. Niemand braucht Uchigatana. Nein, Entschuldigung, für das Claymore. Und wir haben 8 und brauchen 4. Na, das ist ja mal gut. Und 550 Seelen. Das hört sich gut an. Ja. Für das andere richtig gut ausgegeben. So. Einmal aufleveln können wir trotzdem, ne? Kannst du nicht die Hartsteinscherben aus dem einen wieder raus? Oh ja. So leicht rausfriemeln. Entschuldigung, ich brauch die kurz zurück. Oh, die Klappe. Sie haben immer mit einem labern müssen, ne? Das ist wie den einer Legostein, dieser flache einer, der auf einer langen, großen Platte ist, mitten in der Fläche, und den musst du da wieder rausfrimmeln. Wer ist dieser Typ unten rechts und was hat er mit Karl gemacht? Wir könnten es wieder zurück, aber kriegen wir dann auch die Scheiben wieder? Nein. Warum nicht? Du kannst es dann ja nur in eine andere Richtung entwickeln. Ja, aber ich habe doch gar keine andere Richtung. Doch, es gäbe ja noch die Magie-Richtung. Sag mal, R5, hast du mich gerade blöd genannt? In Dark Souls habe ich gern das Baldur's Sidesword verwendet und in Dark Souls 2 und 3 nie einen Ersatz gefunden. Ja, das Problem kenne ich. Vor allem, weil Dark Souls 2 auch einfach scheiße ist. Ja, Rika hat auch ihren Sith-Boss-Kampf mit dem Baldur's Sidesword gemacht. Nee, mit dem Uchigatana, Entschuldigung, sie hat als nächstes das Baldur's Sidesword zur Auswahl. Das Baldur's Sidesword ist auch einfach die ultimative Waffe in Dark Souls 1. Gleich nach der Riesenkeule, wenn du ein Stärkebild hast. Ja, es dauert nur eine Ewigkeit oder zufällig halt, bis du es hast. Ja, ein bisschen ist halt da. Ich hatte halt bei dem Dark Souls-Spiel, was Rika angefangen hat, hatte ich halt Glück, dass ich es beim So-Spielen dann gefunden habe. Und in meinem ersten Mal, also als ich das Remaster dann nochmal durchgespielt habe, eine Ewigkeit gebraucht, bis ich das endlich bekommen habe. Ja, weil du dich auch nicht anstrengst. Gehen wir jetzt hier weiter oder gehen wir erstmal zu diesem Giftmülltypen? Naja, wo kannst du Hartsteinscherben farmen? Also kriegst du, also wir kommen noch nicht durch die Mine durch, ne? Wahrscheinlich eher nicht. Ist die Mrs. Blöd heute da? Fragezeichen. Die mag keine Chats, deswegen hat sie aufgehört. Die hasst Community. Ja, die hat einfach gesagt, nee, also mit solchen Leuten. Vor allem Discord ist für sie ganz. Also, das ist einfach nochmal. Du wirklich, müsstest eigentlich jetzt doch nur. Ernsthaft? Lass einfach laufen, das ist in Ordnung. Dann lass du doch deine Nase laufen. Okay, dann mache ich das doch. Ich habe mir nur eben eine Pizza geholt. Du hast dir keine Pizza geholt, du frisst wie ein Scheunendrescher. Und das, obwohl du nur auf dem Bett liegst. Weil du irgendwo dir wieder einen Zeh brichst.
Hast du Blade geguckt, den ersten? Nee, nur Blade Runner. Oh ja, komm. Wie egoistisch. Dann soll ich heute ein Taschentuch. Soll ich euch ein Taschentuch bringen? Wir haben auch genug Taschentücher hier. Große Hartstadtsterbe. Das ist genau das, was ich für das andere verkackte Breitschwert, was ich hier hätte. Das wirst du jetzt irgendwann für Claymore ja auch brauchen. Ja, aber trotzdem. Aber das ärgert mich. Warum machst du denn keinen verkackten Angriff? Danke. Und da kommt da die kommen Dödel die aus den anderen, kommen ja auch gleich schon wieder. Das freut aber mich. Aber da dürfte auch noch ein Typ mit Säcke sein. Ich erinnere mich, die Dinger explodieren. Ich wollte gerade mal fragen, ist dir das nicht... Nein. Der eine hat was verloren. Der hat nichts verloren, das liegt einfach nur. Und schon wieder die Spitzhacke. Wenn Karl keine Taschentücher mehr hat, nimmt er seine Mütze. Ist ja ekelhaft. Und wenn er die nicht mehr hat, nimmt er meine. Das ist ja noch widerlicher. Kaiser Karl konnte keine Kümmelkerne kauen. Warum konnte Kaiser Karl keine Kümmelkerne kauen? Weil Kaiser Karl keine Kümmelkerne kauen konnte. Ich dachte, weil er keine Taschentücher hatte. Das auch. Jetzt ist Jens leiser. Toll, Jens. Wieso bin ich denn jetzt plötzlich? Ich kann nicht leiser sein. Ich höre dich auch nur schlecht. Es liegt daran, dass du mich ignorierst. Was? Ich glaube, Karl hat sein Mikro näher als Jens. Ja, das kann gut. Nein, das glaube ich nicht, dass das die Ursache ist. Wir gucken einfach mal, wer jetzt das Mikro näher bekommt. Okay, wer bekommt wessen Mikro? Ich glaube, hier bin ich noch nie lang gegangen, oder? Nee, die andere Seite. Du musst nur da durchrollen dann gleich wegen dem Wagen, der da auf dich zugerollt kommt. Ich drehe einfach um. Damit haben sie nicht gerechnet. Ach, was für ein Taktikfuchs. Weh, da kommt der nächste schon hinterher. Machen wir es verstörendes ASMR. Okay. Du kennst ASMR, was nicht verstörend ist? Kaiser Karl kippt Kevins kurze Kölsch. Niemand trinkt Kölsch. Zombie-Synchronsprecher. Jetzt höre ich dich schon wieder schlechter. Weißt du mal, was hast du mit den Ohren? Hat Frikas Mikro ansteckend? Du bist ansteckend. Du bist ansteckend. Seid froh, dass wir nicht mehr unser Lied haben. Ich hab's vergessen. Ich war auch gerade überlegen. Ich hab die Melodie vergessen. Was ist denn hier jetzt? Ist hier was Spannendes? Ja. Das ist nicht spannend, das ist eher nervig. In den Rücken. In meine Tasche. Später wait auf Andy, falls er streamt. Ja, natürlich. Doch. Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Also auch wenn Erik das nicht leiden kann, aber ja. Ja, was? Wo geht's jetzt hier lang? Wo geht's hier nach oben oder nach unten? Und was kostet dein Fischbrötchen? 3,50. Wo kaufst du ein Fischbrötchen? Keine Ahnung. Warum ist da so ein auffälliger, unauffälliger Sack Steine über dem Eingang? Kannst du da denn eventuell mit einem Pfeil und Bogen dagegen schießen? 2,50, sagt R5. Eine wilde Behauptung, aber ist das der Preis oder der Wert? Okay, geht nicht. Aber jeder will Memes über Wischmöppe machen. Hä? Wegen Andys Frisur. Ach so, gut, ich kenne eure Insider nicht. Ja. Und das, obwohl du subscribed bist. Ich weiß nicht, ob ich hier lang will. Kannst du durchrollen. Oder dein Schwert verbrauchen. So, ein Auslaufmodell. Und wenn jetzt der Axel Hanswurst da hinten... Genau, danke. Komm mal her jetzt. Komm mal du her. Nee, komm mal du her. Komm mal du jetzt her. Ja, komm mal du her. Ey. Wer weiß woher? Ich. Ja, wir haben es ja auch vorhin schon gemacht. Deswegen weiß ich ja auch, woher. Okay. Der ist ein Virtuose mit der Spitzhacke. Danke. Ist Flo eigentlich auch da, Anna?
Ist Anna eigentlich noch da? Die hat mit ihrer Pizza zu kämpfen. Ich habe die Pizza gesehen, der hat sie nicht mitzukämpfen. Die Pizza hatte nie eine Chance. Ich habe einen neuen Imbiss in unserer Stadt entdeckt, der eigentlich ganz gut ist. Bei euch in der Nähe, oder was? Da ist Nussnulpe. Nussnulpe. Sehr Hi. Schön. Ich hatte schon Angst. Aber jetzt geht's mir besser. Hallo. Ich bleib dabei. Ich muss sagen, das Spiel sieht echt gut aus. Klappt ja gut. Wenn man überlegt, wie sonst Demon's Souls, Dark Souls Spieler aussehen. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass der etwas schwieriger, so einfach standardmäßig zu töten ist. Du hast Pfeil und Bogen. Und? Naja, vielleicht solltest du ihm dann ins Maul schießen, wenn er auch was? Hier sein Mündlein präsentiert. Ich höre dich nicht. Ich wurde gerade ohne hinzugucken. Ja, ich weiß. Und der gibt jetzt Scheiben. Ich meine Scherben. Wo gibt der keine Scherben? Das ist ja der Nächste. Oh Gott. Ja, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ungefähr 15 Jahre. Ihr müsst euch das nur noch 9 Minuten angucken. Danach die nächste Folge. Ich wollte gerade sagen, die müssen sich das noch länger angucken. Die Leute, der die arme es auf YouTube Stream. Irgendwann der in 3 arme Monaten, Stream. Die es auf YouTube irgendwann in 3 Monaten mal ansehen, wenn du es hochlädst. Große Chance. Ich hätte mein anderes. Das ist Rainer. Das ist jetzt gestorben. Okay. Den anderen Weg, wo die ganzen Typen drin stehen, da waren noch 2 mit Säckle, ne? Ein Lizard. Ist bestimmt keine Falle, ich renne einfach mal hinterher. Wow, das hat echt gut geklappt. Ich sehe nichts. Sehe nichts. Keiner. Seht ihr was? Aber große Hartsteinscherben. Das freut mich. Gestorben. Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Hype. Ich glaube, das heißt dann Hyper. Hyper. Hype. Pa. Hype. Pa. Hype. Pa. Was willst du eigentlich? Ist wohl dein Erfolg zu Kopf gestiegen hier. Ja, auf jeden Fall. Geh ich jetzt einen anderen Weg? Aber das sind ganz viele, die machen wir doch wieder fertig. Kannst du sie denn einzeln da rauslocken aus dieser Ecke? Nein, das glaube ich nicht. Das ist möglich. Oh, F5 wieder mit seinem Meme-Spam hier. Das ist fürchterlich. Ist das. Er hat halt Memes an der Hand. Grüezi. Das war genau das, was ich treffen wollte. Auch das war genau das, was ich... Ich schwöre einfach auf seinen Sack. Wie viele Pfeile hast du denn noch? 46, würde ich sagen. Mhm. Frag mich, woher ich das weiß. Keine Theorie. Du hast jeden einzelnen Schuss mitgezählt. Ja, ich mal vermute. Ich weiß noch genau, ich habe 80 Schuss gekauft. Da kommen die nächsten. Da ist auch dein Säckeltyp. Jo. Oh, guck mal, gegen Pfeile sind sie nicht so immun. Oh, das ist doch nicht wahr. Oh Gott, und da steht er auch noch. Und du wolltest gerade den, jetzt fast deine Hartsteinscherben bekommen. Sehen Sie jetzt, wie ich sterbe. Geh doch hinten zu dem Fahrstuhl. Vielleicht will der, dass du erstmal den Typen da kalt machst. Nein, jetzt kommt er. Irgendwie ist die Pizza heute schärfer als gestern. Eine Folge heißt auf jeden Fall dieser vermaledeite Schlag. Auf jeden Fall. Den hat er eben auch gemacht. Ich glaube, das ist ein allgemeines Problem. Ja, ich glaube auch. Der ist doch bestimmt Stream-Sniper. Ja, das ist wahrscheinlich einfach Nussnulpe, der gerade spielt. Ja. Ach, ein Zauberer ist es, ja klar.
Ich sehe nichts. Weil er mit seinem Speer nicht weiterkommt, ne? Ja, so sind die Frauen. Na, vor seinem Gesicht. Du hast noch nicht so die, wie weit du schlagen kannst, ne? Ich bin das Claymore sonst gewöhnt, weißt du? Die Frage ist, wie viel Mana hat der Typ? Ja. Noch einmal so ein Schlag. Vier dürfte er nicht mehr haben. Ja! Unser erstes Phantom! Komm, wir machen nochmal. Da darf der Chat Hallo sagen. Gab keine Seelen dafür. Nichts. Und der Chat macht auch nichts. Wow, sind wir überhaupt noch live? Warte, hier kommt. Warum mache ich das überhaupt? Ja, ernsthaft. Für wen? Für ihn selber, weil er Lust hat auf dieses Spiel? Ich hasse Dark Souls. Barbie Kette, die Wildpferde ist viel besser. Ich wollte doch einfach nur die Sims spielen. Nein. Test. Hä? R5 sagt Test. Kommt das an? Nein. Ja, das kommt an jetzt. Nein. Gib ihm keine falschen Hoffnungen. Guck mal, da kommt der andere auch an. Splopsch. 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 Wahrscheinlich war es R5, der gerade gestorben ist. Verkackter Stream-Sniper. Ja, eine hat einen Steinklumpen. Oh Gott. Da hinten war aber noch einer. Das freut mich. Die Emotes auch? Nee, keine Emotes. Welche Emotes? Hast du wieder nicht Better Twitch TV online? Mist. Braucht demnächst neue Pfeile, habe ich das Gefühl. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Du hast eben noch... Oh Gott. Das kommt an. Ja, die sind da. Wer ist das übrigens? Ja, das ist der da. Guck mal, hat er die gleiche Idee hier wie ich. Brauche ich die Pfeile nochmal her? Gibt es auch beim Laden? Ich glaube, die konntest du beim Schmied kaufen. Ja, das ist doch mal sinnig. Da sagen wir danke, da sagen wir bitte. Da sagen wir, das wollten wir schon immer hören. Der hat keinen Sack. Nee. Er geht mir auf den Zug. Das tust du auch. Ihm? Ja. Der kam sehr verspätet an. Die sind alle da. Auch deine lila Köpfe. Nur das andere, was wir nicht sehen, das ist nicht angekommen. Heißen Schlagring. Okay, weg mit dem Schwert. Dem Schwert. Schwert. Ein Schwert erschwert doch nur. Ach, das war dieses Drop-Geschichte hier. Das war doch der Speedrun-Bonus zum Boss quasi hier. Kannst entweder außenrum den langen Weg gehen oder hier runter droppen lassen, oder nicht? Ja, irgendwie sowas, dass du dann von Plattform zu Plattform springst. Ja, das wird ja überhaupt nichts. Ich nehme den Fahrstuhl. In der Hoffnung, du findest noch Hartsteinscherben. Ja. Entweder sterbe ich jetzt hier oder ich gehe den anderen Weg und hoffe, noch irgendwas zu finden. Auf der anderen Seite sollte ich vielleicht irgendwie Pfeile kaufen. Machen wir danach, wenn ich dann nicht sterbe. Ich wollte gerade sagen, wenn du nicht stirbst. Wenn ich nicht sterbe. Du könntest das rein theoretisch auch jetzt machen, weil jetzt bist du gerade an einem Keilstein. Der nächste Keilstein wäre ja erst beim nächsten Boss. Ja, aber dann muss ich ja die Typen nochmal alle umhauen. Nee, weil du ja jetzt den anderen Weg gehst. Ja, aber da waren ja auch Typen. Da war nur der Feuertyp und der im Gang. Und die beiden Schläuche. Wenn du das sagst. Bitte. Ja. Ich wollte hier ein bisschen Pacing und Action reinbringen. So bringt er die 1688 Seelen nach Hause, aber nein. Ja. Ja, halt die Klappe. Das werden wir dem Video aber jetzt nicht antun, dass sie nicht zugucken müssen, wie wir uns aufleveln. Oder Geld für Pfeile ausgeben. Ich kaufe Pfeile. Denn in der nächsten Folge geht's weiter. Und wahrscheinlich wieder in den Minen. Haha!